Anni ist auch raus. Wir können jetzt gemeinsam Therapie machen, vielleicht können sich eine Gummizelle teilen. Und ich habe es schon immer gesagt, dieser Longboarder ist mir suspekt. Ja. Apropos seriös, hast du Bock, mit mir einen Podcast aufzunehmen? Ja, apropos seriös, guckst du gerade eine schöne Serie? Ja. Ja, was denn? The Boys. Ah, schön. Mhm. Ist das nicht zu brutal oder so? Es ist schon krass, ja. Aber irgendwie auch cool. Ja. Und parallel schauen Mio und ich gerade Professor Layton. Das ist so eine. Ist das nicht ein Spiel? Auch, aber auch ein Anime und Manga, soweit ich weiß. Und der Anime, wir haben zwei Folgen gesehen, die waren beide so traurig, ich habe echt fast geheult auch. Nice! Ja, ich war ganz erschrocken. Ich dachte, irgendwas ist gerade passiert. Ich stehe quer durch den Raum verteilt gerade. Also, Professor Layton ist was zum Weinen. Vor allem die erste Folge war richtig sad. Und The Boy ist auch eine geile Serie. Hast du mir ja schon ewig empfohlen. Mhm. Gibt es ja auch schon 3 oder 4 Staffeln davon. Drei, die vierte oder letzte kommt jetzt quasi fast raus. Wir sind jetzt bei Folge 5 oder so. Also es ist gerade ganz cool. Da und passiert noch einiges auf jeden Fall. Da geht es ja um so Superhelden, die quasi wie so Influencer sind und aber auch ein Schattendasein haben, also auch ihre Geheimnisse haben und so. Es ist eigentlich ein realistischer Blick auf, wie wäre es, wenn Superhelden wirklich existieren würden. Ja, kann man so sagen. Ist echt so und es ist echt gruselig. Ja. Ja, aber Professor Late sind wir auf jeden Fall auch heute. Ja, es ist eine brandheiße Ausgabe, liebe Leute. Mhm. Sie ist echt keine 15 Stunden alt oder 14 Stunden alt. Also eigentlich müssten wir mal Sonntag um 11 aufnehmen und dann ganz schnell hochladen quasi. Stimmt. Also dann könnte man das noch brisanter machen, aber ich glaube, in diesen nächsten 12 Stunden passiert nichts Heftiges mehr. Ist ja auch die Woche fast nichts passiert. Or is it? Das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe einiges zu berichten, habe auch ein paar Fragen an dich, weil du bei manchen Sachen vielleicht mehr die Antwort ist ja. Ich. Oh, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass du auch beim Falken warst. Ja, ich habe direkt hier einen Einstiegsgag. Kennst du Tom und Jerry? Ja. Weißt du, was Tom immer singt? Nee. Maus in the house, Maus in the house. Ah. Ja. Das war's schon. Ach so, wusste ich nicht. Ich wollte nur diesen Song nochmal aufgreifen. Aber es ist jetzt eine Songzeile gewesen, die es auch irgendwo gibt? Oder ist es aus irgendwie eine Adaption? Dachte ich. Ah, ich dachte, es ist eine Adaption irgendwie, dass man das irgendwie jetzt wieder cool macht. Nee, weil Tom zeigt halt mit dem Finger auf das Problem im Haus, weißt du? Ah. So wie die Prosecco-Nazis auf Sylt, wie ich sie getauft gehört habe. Gar nicht schlecht, der Vergleich, ja. Und dieses Problem steht ja auch diese Woche wieder im Raum. Ich weiß nicht, ob wir direkt mit Mannheim beginnen wollen. Oder mit dem saftigen Aloha aus der Datenautobahn. Das müssen wir natürlich vorher ganz, ganz, ganz schnell noch reinschieben. Hallo Leute. Wirklich, also Aloha, ne? Tino hat es schon gesagt, ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen eigentlich, weil das war so schön. Danke. Jetzt habe ich aber natürlich deinen Namen gesagt und ihn nicht verändert, das geht natürlich nicht. Ja, also Robin, das geht gar nicht. Wir sind Tino und Robin, wie langweilig. Kino und, schwierig. Und Rino, wie Rhinoceros. Ja, Räuber. Räuber. Kino und Räuber. Oh, das ist cool, actually. Kino und Räuber, wie Helden und Clowns, so eine Band aus den 80ern. Ja, wir können gerne mit meinem besten Freund Herrn Stürzenberger anfangen, was in Mannheim passiert ist. Heißt der nicht Stürzenberger? Schürzenjäger? Ich dachte Stürzenberger. Ist der schon über den Berg? Darf man jetzt Gags machen oder liegt der im Sterben? Wie ist das? Nee, dem geht's gut soweit, okay. Aber der Polizist, der anwesend war, der lebt noch in Schürzenberger. Der hat auf jeden Fall ein hartes Problem. Leider der hat ja. Nämlich einen akuten Fall von Messer im Hals. Was ist denn passiert, liebe Leute? Es gab einen Messerangriff, also die. Kann man die so nennen? Also auf jeden Fall fremdenfeindliche... Messer kann man die nennen, ja. Es ist so ein Gerät gewesen, was vorne zuspitzt, zugespitzt zusammenläuft. Ja gut, dann nehmen wir... Eine Klinge an der Seite. Oder war vielleicht eine Messerin, weißt du ja nicht. Ah, Es geht um einen Anschlag, der ist passiert in Mannheim, da wo Xavier Naidoo wohnte. Und da hat die islamkritische Bewegung... Oh, ich sehe schon wieder das nächste Heulvideo von Xavier. Oh Gott. Oh nee. Eine islamfeindliche Organisation hat dort einen Stand gehabt, haben da so Infos rausgegeben und Fake News und Hetze und Hass
wie sie es halt so machen. Und hoch, da kam ein anderer Extremist von der Seite und hat mit Messer rumgewedelt und Leute halt da abgestochen, reihenweise. Wo es auch Video gab, es gibt auch ein Video, was viral ging bei Twitter und bei Telegram und so weiter. Das war ein Livestream, der von der genau. Veranstaltung ausging. Ich möchte diese Gunst der Stunde nutzen und direkt fragen, Tino, möchtest du diesen Messerangreifer auf eine Stufe stellen mit dem Mann, der mit Worten um sich schlitzt? Nee, das nicht. Ich habe nur was anderes Spannendes gelesen und zwar... dass es einen Unterschied gibt zwischen wahllosem Terror und Terror gegen Minderheiten. Das fand ich ganz spannend. Klar, Stürzenberger ist kein irgendwie Gewalttäter, ne? Und ich finde, so Messerangriffe, das geht nicht. Es war auf jeden Fall dumm, es war scheiße. Es war nicht so nett jetzt. Nee, es war dumm, es war scheiße. Es spielt auch wieder den Rechten in die Karten und vor allem macht das Menschen tot oder halt schwer verletzt, je nachdem. Das geht natürlich gar nicht, ne? Auf der anderen Seite muss man eben sagen, da treffen zwei Extremisten aufeinander. Und dass es mal passieren wird, weiß ich nicht, war jetzt nicht ganz so abzusehen. Aber trotzdem macht es irgendwie nicht besser. Es ist eine Opferumkehr, es geht nicht. Ist echt scheiße gelaufen. Jedenfalls in den Videos kann man sehen, wie dieser Attentäter auf den Stürzenberger so einsticht und ihn auch irgendwie ins Bein rammt und so. Da kommt halt irgendwie ein Sicherheitsmann noch dazwischen, der sich dazwischen wirft. Einer vom Team quasi. Einer von seinem Team, der sich aber auch nicht so professionell verhält, muss man sagen. Und dann will halt ein Polizist diesen Sicherheitsmann irgendwie, in der vorgestellten Sicherheitsmann, irgendwie aus der Affäre ziehen, hält ihn irgendwie am Boden. Er tackelt ihn halt um, weil er wahrscheinlich denkt, das ist der Angreifer, was ihn wiederum angreifbar macht für den tatsächlichen Angreifer, der eigentlich hinter ihm steht. Genau, und der hat dann auf den Polizisten quasi eingestochen, auf den Hinterhals quasi. Nacken. Auf dem Nacken. Der gute alte Hinterhals, Alter. Aus dem Hinterhalt, halt, ja, ne? Doch. Also, ich habe das Video auch gesehen und ich bereue es ein bisschen. Das ist echt ein ekliges Video. Ich finde, solche Videos sollte man sich eigentlich nicht angucken. Ich habe auch dieses Christchurch-Video nur ganz kurz mir mal angeguckt so und dachte, oh nee, das ist irgendwie eklig. Also gut, Christchurch ist schon ein paar Dimensionen drüber. Na klar, aber ich meine so diese Dimension von irgendwie Menschen werden in Videos verletzt und so oder eventuell auch getötet. Das sind einfach Videos, die vergisst man nicht. Und ohne Scheiß, ich spüre solche Videos. Das war nicht mein erstes Rodeo. Und ich habe auch, seitdem ich das Video geguckt habe, so ein leichtes Brennen in meinem Nacken. Das ist ganz komisch. Ich spüre wie so ein unsichtbares Messer, was heißt es so, mein Nacken lang fährt. Deswegen nicht angucken, unsere Erzählung sollte ausreichen. Und dann wurde quasi der Messerangreifer von dem Polizisten oder einer Polizistin, man weiß es nicht genau, angeschossen. Nee, und dann das weiß man schon, das sieht man ja. Der Clou der Sache ist, dass das selber ein Moslem war, der ihn da umgeschossen hat. Habe ich das Video nicht genau gesehen, ich weiß nicht, ob ich nicht drauf geachtet habe. Aber okay. Also was halt ein bisschen hart ist, der hält schon vorher die Waffe auf den Angreifer, dann wird zweimal zugestochen und dann schießt er erst, was ich eigentlich, also es ist halt in dem Fall richtig scheiße gelaufen, ja. Aber eigentlich finde ich es gut, dass man nicht sofort wie in Amerika bam, 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 ganz Magazin, der schießt auch nur einmal. Ja. Und der eigentliche Held, den du jetzt so ein bisschen verpönt hast, denn das muss ich an dieser Stelle echt mal hervorheben, dieser Helfer, der umgetackelt wird, fälschlicherweise und dann auch von einer Polizistin, versucht wird zu verhaften, weil sie auch denkt, dass der irgendwie beteiligt wäre. Der liegt selber verletzt auf dem Boden. Der andere wird abgeschossen, der tatsächliche Täter. Und er hat die Geistesgegenwart, obwohl da Polizisten mit Waffe auf ihn gerichtet quasi stehen, das Messer vom Täter wegzunehmen. Und das finde ich, das ist halt echt... Ja, das ist krass. Das muss man an dieser Stelle mal loben, weil ja. da hätte ja sonst was passieren können, dass der Täter nach einem Schuss noch irgendwie nochmal um sich schlitzt so. Ja. Und obwohl er quasi Gefahr laufen muss, selber angeschossen zu werden, wenn er das Messer jetzt in die Hand nimmt, nimmt er das Messer vom Täter weg und schmeißt es auf die andere Seite. Ja, es war schon echt sehr gut gelöst, die Situation, auch wenn vieles dumm oder scheiße gelaufen ist. Bis dahin. Und ich auf jeden Fall den Attentäter auch wirklich verurteile. Ich finde das nicht gut. Es ist einfach scheiße, Menschen abzustechen. Es ist auch politisch einfach sinnlos. Also ich kann mir schon verstehen, dass der Mann wahrscheinlich Moslem war. Also davon geht man zumindest aus. Und also ich habe gelesen, dass der schon 2013 nach Deutschland gekommen ist. Das also ist ja egal, ist so ein, genau. Ist jetzt nicht so ein, ich bin jetzt mal spontan hier und steche um mich, was aber nicht unbedingt das positiver macht, weil man könnte meinen, genau. Wenn der quasi sein halbes Leben hier schon verbracht hat, weil der irgendwie, ich glaube 24 oder sowas, 27 irgendwie sowas war, wenn er sein halbes Leben hier verbracht hat, dass er eventuell eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, nicht irgendwie indoktriniert und extremistisch unterwegs zu sein. Kann ja trotzdem sein. Auch hier gibt es ja radikale Islamisten, die ja auch die jungen Leute ranziehen. Und es kann ja auch sein.
Und ich will halt nur dazu sagen, dass wenn du halt eine Moslem bist mit viel Überzeugung, vielleicht auch eine Radikalität in dir drin hast, ne, und dann halt solche Leute wie Stürzenberger siehst, die halt so extrem gegen Muslime hetzen, da kann ich verstehen, dass sich das irgendwie aufstaut, ne? Und wenn man da irgendwie noch eine andere Herkunft hat, wo auch vielleicht Konflikte anders gelöst werden. Ja. Klar, er ist schon irgendwie 10 Jahre hier, es macht alles nicht besser, aber irgendwie spielen da schon viele Dinge irgendwie mit rein, letztendlich, ne? Ich habe mal eine kleine Frage, ja, fernab von, wie das jetzt eigentlich rechtlich ist, eher so moralisch oder weiß ich nicht. Du bist ja ein Idealist, was sowas angeht, ja. Das Jetzt nur mal denken die ja alle Frage, von sich. der Typ, der Attentäter, der Terrorist, möchte ich auch an dieser Stelle sagen. Ja, kann man sagen. Und vielleicht hat er sein Terrorziel erreicht, weil die nächsten Islamkritiker werden sich überlegen, ob sie sich nochmal in eine Fußgängerzone stellen. Der hat ja wahrscheinlich überlebt also es ist noch nicht ganz durch, der liegt gerade irgendwo rum. Naja, Ja, doch, der Attentäter, der ist, glaube ich, nicht Lebensgefahr, habe ich vorhin also gelesen. kann ja trotzdem noch passieren, Ja, aber der ja. wird wahrscheinlich überleben. Würdest du jetzt sagen, diesen Menschen sollte man abschieben, sage ich Nein, ich jetzt finde, mal? man sollte ihn hier bestrafen und sollte ihn hier halt ins Gefängnis stecken und hier ihm den Prozess machen. Abschiebung führt zu nichts, weil du weißt nicht, also ich weiß auch gar nicht, wo er herkommt, was Marokko. Ich weiß nicht, wo er herkommt, Afghanistan war es, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Genau. Man weiß ja auch nicht, also er bleibt ja ein Mensch trotz allem, ne? Und hat ja auch gewisse Rechte und so weiter und weiß ja nicht, weswegen er hier ist. Und das weißt du nie bei solchen Leuten. Deswegen bin ich immer dafür, wenn Leute hier Straftaten bestehen, dass man sie immer hier bestraft und resozialisiert, wenn es überhaupt geht mit einem Ja. Terroristen, ne? Ich muss dazu jetzt erstmal eingehen sagen, bevor ich wieder die kontroverse Büchse öffne. Ja. Muss ich dazu sagen, ich finde es grundsätzlich sehr, sehr gut, was in den skandinavischen Ländern passiert und dass auch ein Anders Breivik gerade Xbox zockend in einer, ich sag mal, Suite sitzt, ja, das viele nicht so geil finden, aber das ist quasi eine kleine Sache, die man in Kauf nehmen muss, dafür, dass man wirklich ein Gefängnissystem hat von Rehabilitation und nicht alle Knechten, du hast halt dann keine Todesstrafe und keine extremen Sachen. Da musst du dann halt in Kauf nehmen, dass so eine Bestie wie Anders Breivik ein halbwegs okayes, aber eingesperrtes Leben hat. Genau, So. ja. Aber ich denke mir, wenn man jetzt klar sagen würde, sowas geht gar nicht und wir müssen den jetzt, es ist halt auch nicht so einfach, ne? Das ist jetzt eine theoretische Diskussion. Wir müssen den jetzt abschieben. Wohin, wie macht man das und so? Das ist jetzt erstmal vorne weggestellt. Dass aber so eine Aussage, so ein Statement jetzt das Einzige wäre, was man der AfD jetzt, um der ein bisschen was abzugraben, weil natürlich profitieren die wieder extrem von diesem Happening. Na, Und absolut, wenn ja. jetzt die aktuelle Politik sagen würde, das ist ein Schritt zu weit, verpiss dich, so, nur mal, ne, wie das tatsächlich läuft, dann dahingestellt, das ist das Einzige, wie ich sehe, wie das nicht die AfD jetzt wieder ein paar Prozentpunkte hochschiebt. Ich glaube, es ändert nichts. Ich glaube, wenn die jetzt den Mann abschieben, werden die noch kommen mit noch mehr Abschiebungen und warum nicht gleich so und konsequent AfD, weil die wirken ja offensichtlich mit ihren Forderungen und so und die anderen reagieren zu spät. Ich glaube, das ändert nichts. Und es ist mir auch fast egal. Also ich will jetzt nicht irgendwie an diesen Menschen da ein Exempel statuieren und ihn jetzt abschieben, damit die AfD Ruhe gibt und ihre Fans, sondern ich finde, wir sollten ein Rechtssystem haben, in dem Menschen normal bestraft werden und eben Ja. nicht um ihr Leben fürchten müssen in ihrer Heimat, wenn sie da verfolgt werden, eventuell. Man weiß jetzt bei den Menschen nicht. Aber ich finde Abschiebungen prinzipiell einfach unmenschlich und genauso so dumm, wie ich Todesstrafe finde, auch unmenschlich und hat keiner verdient. Ja, ist für mich nochmal ein bisschen was anderes, aber wie gesagt, ich habe das mit Anders Breivik ja hervorgeschoben. Genau. Für mich ist halt nur so, wir haben ja jetzt auch Wahl gehabt, vielleicht kommen wir dann da als nächstes dazu in Ja. Thüringen und das spricht auch schon eine eindeutige Sprache, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so extrem war, wie man es im Vorfeld befürchtet hat, aber trotzdem gibt es einen klaren Gewinner. Und ja, da muss halt irgendwie was passieren, Klar weißt muss du? was passieren, aber ich glaube nicht, dass man mehr abschieben muss. Also das finde ich Das halt. war jetzt nur mal so ein Raum Naja, geworfen. es ist ja okay. Ich lasse wieder aus dem Raum raus. Also ich kann das eh nicht entscheiden, so. Ich würde das nur mal so Ich will die floaten lassen. Idee wieder abschieben, wenn es geht. Wir wünschen natürlich allen Verletzten, auch Herrn Stürzenberger, der mich auch schon ganz nett interviewt hat und minderjährige Leute auch bloßstellt in Interviews. Trotzdem alles Gute, dass er gesund wird. Ich finde, so löst man keine Konflikte. Und hoffe auch, dass es den Polizisten gut geht, dass er durchkommt und nicht, dass wir die Meldung bekommen, dass er jetzt doch gestorben ist. Weil es ist einfach Kacke, im Dienst zu sterben. Und ja, das ist einfach Kacke.
Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Nicht angucken, das Video, das wollen auch teilweise TerroristInnen, dass ihr oder Terroristen, also Frauen sind ja eher selten, die wollen ja, dass ihr euch das anguckt und Angst bekommt. Macht das nicht. Ich habe hier noch direkt einen Screenshot. Eine Stunde nachdem das Video online ging, direkt ein AfD, ich glaube Beatrice von Storch hat auch sowas ähnliches. Deshalb AfD, deshalb Remigration mit dem Bild vom Täter. Es hat halt wirklich wenige Minuten quasi gedauert, bis dieses Video online war. Ja, was ich aber nicht raffen ist, was ich auch nicht wusste, ist der eine Polizist ja auch ein Moslem wahrscheinlich war. Ja, einer der Ersthelfer natürlich auch. Also das ist wollte ich gerade sagen, die konnten ja mit dem Remigrationsding auch vergessen, dass ja die Leute, die Stürzenberger da gerade das Leben retten oder auch den Polizisten im Krankenhaus auch Migrationshintergrund haben könnten. Sehr wahrscheinlich sogar. Die Krankenhäuser sind immer voller Menschen mit Migrationshintergrund und voller Muslime. Wenn die auch abgeschoben werden wollen, dann sieht es schlecht aus. Ja, trotzdem muss irgendwas passieren, irgendwas, was ein bisschen konkreter ist, weil wir hatten ja auch die letzten Wochen das mit den Kalifatforderungen und so. Mhm. Also, wobei es da auch viele Fake News gab. Ne? Also die haben in keinem Satz tatsächlich das Kalifat für Deutschland gefordert, obwohl das viel in den Medien war. Ja, aber das ist ja jetzt ja Haarspalterei. Also es gab ja definitiv Plakate, wo wortwörtlich drauf stand, Kalifat ist die Lösung. Ja, so, das stimmt. Da steht jetzt nicht drauf, Kalifat für Deutschland ist die Lösung, aber du hältst dieses Plakat in Deutschland hoch. Ja klar, okay. Das ist nicht in Ordnung, ja. Und noch mal einordnen, ich habe jetzt eine Reportage gesehen von, ich weiß gar nicht was, NDR oder so, WDR, die haben auf jeden Fall nochmal das hinterfragt mit der Medienberichterstattung und die meinten halt, dass es wohl irgendwie einen Fehler gab, dass jemand aufgeschnappt hat, Kalifat für Deutschland, aber es war gar nicht so. Also die haben auch in den Reden das Kalifat für ihre Heimatländer quasi wie gut gefunden gefeiert. Und das ist auch mal ein Unterschied trotz allem. Trotzdem ist es kacke und ich finde, das ist nicht okay. Ich finde aber, das sollte mehr passieren, als zu sagen, wir müssen mehr abschieben oder weniger Leute hier aufnehmen. Sondern da muss einfach passieren, dass Integrationskurse wieder aufgehört werden, dass sie gekürzt werden. Es braucht mehr Sprachkurse. Die Menschen sollten aufgehört werden, diskriminiert zu werden im Arbeits- und Jobmarkt. Es gibt schon viele Probleme. Und klar bilden sich Parallelgesellschaften, wenn halt die Leute ausgeschlossen werden. Das sind alles Faktoren, die haben irgendwie größere Gründe, als nur zu sagen, wir schieben zu wenig ab. Wir können aber auch einfach mal alle Religionen kaputt machen. Pff, ja, Plan B von mir aus. Okay. Also, tut mir leid, da habe ich halt einfach nicht so viel Verständnis, weil dein Mann im Mond irgendwie was sagt, was, von dem du denkst, der spricht ja nicht mit dir. Ja, aber es da ist ja halt irgendwo auch Texte, die irgendwelche Besoffenen mal irgendwie formuliert haben. Ja, aber auch das ist ja ihre Freiheit, ne? Solange sie irgendwie natürlich in Frieden ihre Religion da ausleben, an unsichtbare Menschen ja, glauben, in macht Frieden. Das. In Frieden, genau, das ist ja das Ding. Das aber wenn der Mann im Mond plötzlich dir meint zu sagen, stich mal hier auf die Leute ein, was ja für mich halt auch irgendwie noch mal eine Spur drüber ist, als wäre da jetzt jemand hingegangen und hätte den Typen erschossen, wäre das irgendwie, klar, genauso krass gewesen, ja, ich will das jetzt nicht irgendwie runterspielen, aber es gehört für mich mehr dazu, jemand mehrfach mit einem Messer auf jemanden einzustechen. Das ist irgendwie nochmal so ein bisschen. Das sehen die auch so, glaube ich, so solche Terroristen. Ich glaube, die haben auch voll gerne diese Messer und so. Das ist ja, oder auch hier Leute zu köpfen und so, das hat ja auch eine Symbolik. Naja, wollen wir nicht über fröhliche Sachen reden? Jetzt müssen wir nicht direkt vielleicht zur Wahl kommen, ja? Es ist ja auch diese ganze Unge-Scheiße passiert. Ja, ja, stimmt. Ungelogene Scheiße. Uiuiui, ui, ui. Das hat uns doch eigentlich Spaß gemacht diese Woche. Ich fasse es nochmal zusammen. Bitte. Ich habe hier eine Kette von Personen und Ereignissen. Fuck, ich muss nochmal kurz zurück zu diesem Messerstecher. Es gab eine Sache, die doch lustig war in der ganzen Geschichte. Denn ich habe mir das Aftermath angeschaut von der Messerstecherei, weil das war ja eine Live-Übertragung vom Team vor Ort, von dem Michis Team. Und der Kameramann filmt die ganze Zeit rum, ohne irgendwas zu sagen. Mhm. Und plötzlich kommt so eine Frau ins Bild und sagt Folgendes. Das Drecksschweinepack. Ich kotze hier ab. Scheiße, das Land geht kaputt. Hast du mich drauf? Hast du mich drauf? Sie kommt ins Bild und sagt, das Drecksschweinepack. Und ne, dann ist hier ganz wichtig, dass sie zu sehen ist. Mhm. Und dann kommt das Allergeilste. Sie hat eine Sonnenbrille. Ich könnte heulen. Es ist schon in dem Kontext, der Lachen ist schon ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass das sehr makaber ist, aber
Ich finde, das findet ihr viel schlimmer. Da passiert gerade so eine Tat und sie hat nichts Besseres zu tun, als sich da in den Mittelpunkt zu drängen. Mhm. Und dann auch noch, ich könnte heulen und die Sonnenbrille abzunehmen. Mhm. Dann heult sie halt nicht mal, sondern sie sagt nur, sie könnte heulen. Und sieht man, dass ich wirklich gerade traurig bin. Mhm. Das ist so schlecht, Alter. Ja, klar, Emotionen verkaufen wieder, ne, und das Ausschlachten für sich. Boah. Sicher. Und wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, das ist jemand, weißt du, wir machen einen Podcast, ja, und du wirst da irgendwie ins Bein gestochen und das Erste, was ich mache, ist mich hinstellen. Sieht man, dass ich das gerade ganz schlimm finde? Oh, der arme Tino. Ja, es ist ganz, ganz bitter, Alter. Ja, das stimmt schon. Naja, aber was noch bitterer ist die ganze Unge-Situation. Ja, das ist doch viel schlimmer. Viel schlimmer als so ein Attentat. Ja, also wir spulen nochmal 2 Wochen zurück. Mauki, die ehemals beste Freundin von... Ach, so weit spulen wir jetzt zurück. So weit spulen wir. Es ist einfach großartig. Bis zur Erfindung des Euros, ja, 2050. Genau, also 2001, 2002 gab es den Euro. Und diesen Euro hat jetzt jemand genutzt, vor 2 Wochen 2,50 Euro zu spenden an Mauki. Ja. Mauki wurde gefragt in dieser Donation, wann machst du mal wieder was mit Annie the Duck? Daraufhin ist sie zusammengebrochen, hat gesagt, ich will wieder gar nichts mehr zu tun haben und so weiter. Das hat die ganze Sache ins Rollen gebracht. Dann hat Annie ein Statement gemacht. Ja? Das haben wir alle gesehen, ich habe es parodiert, ganz lustig. So, Annie ist nicht dabei weggekommen, gut. Aber Unge hat sich davon inspirieren lassen und hat präventiv gesagt, hey, da gibt es 3 Frauen, haben wir letzte Woche berichtet, die machen mir das Leben schwer. Eine dieser 3 Frauen, Rachel, hat daraufhin ein halbstündiges Video gemacht, hat die Gegenseite aufgedeckt und siehe da, Unge stand plötzlich nicht mehr so gut da, weil es hat sehr authentisch gewirkt, dass er eigentlich Narzisst ist, manipulativ, am Gaslighten ist und auch viel rumschreit, gewalttätig jetzt nicht so, auch da wieder eine Katze im Spiel. Daraufhin, ja, weil Rachel wiederum Aiblali anspricht, hat sich dann Aiblali gemeldet, hat gesagt, ja, ich habe da auch so eine 10-Jahre-Story mit Unge in the making, wegen einer Frau, ich nenne sie jetzt mal so und so. Aber vorher war doch auch so, dass Unge auch gesagt hat, er kann auch über Vic irgendwie auspacken, ne? Ja, so ungefähr. Ja, also Aiblali. Genau. Und dann verdichtete sich das natürlich. Was ist denn jetzt los, Alter? Jetzt sagt Aiblali auch schon wieder schlimme Sachen über Unge. Daraufhin gab es dann ein Unge-Statement, bei dem er sagt, das stimmt alles nicht und pass mal auf, ich erkläre euch das. Bis auf so 1-2 Sachen, die sieht er ein. Ja. Mhm. Währenddessen kommt Annie the Duck mit einem verspäteten Nachstatement auf Twitter und sagt, ey, scheiße, mein Statement war kacke, ich bin jetzt erstmal raus aus dem Internet, mach Therapie. Unge macht kurze Zeit später auch nochmal ein Nachstatement, das ist eine Parallele. Erst 2 Videos, die so, ihr habt alle keine Ahnung, das stimmt nicht. Und dann aber ein Twitter-Post. Bei Unge war es in dem Fall so, dass er mit verheulter Stimme gesagt hat, ja, ich habe ganz viel falsch gemacht und ich bin jetzt raus. Er hat mittlerweile seinen Twitter-Account deaktiviert. Mhm. Und dann kam raus, weil er hat sich versprochen in seinem Video-Statement, dass es um Lena Vanille geht, die ich im besagten Jahr getroffen habe. Es gibt da so ein Video, das habe ich auch in meinem Gamescom-Video drin, wo ich sie so nach so einem Autogramm frage und dabei so zittere, als wäre ich so ganz schüchtern und hast du nur gespielt. Ängstlich. Genau. Ja. Aber in diesem Moment ging quasi ein heißer Beef zwischen Unge und Aiblali, ja, um diese Frau. Und die hat sich jetzt gemeldet und hat auch nochmal ausgepackt, wie schlimm doch das Simon ist. Und jetzt hat auch noch die 3. Frau ausgepackt, die Kiki, die ursprünglich von Unge auf OnlyFans abonniert wurde. Und die hat auch nochmal gesagt, was der für ein schlimmer Finger ist. Schlecht, oder? Und Unge ist, als sie erstmal verabschiedet, so aus dem ganzen Internet-Game, Anni ist auch raus, können jetzt gemeinsam Therapie machen vielleicht, können sich eine Gummizelle teilen. Und ich habe es schon immer gesagt, dieser Longboarder ist mir suspekt. Ja. Ob es am Longboard lag, weiß ich jetzt nicht. Und an der veganen Ernährung. Da gehe ich mit. Ja, aber Julian Bären, der war doch auch ein Longboarder und so, ne? Der ist auch voll in Ordnung. Der ist auch ein feiner. Na, der wurde tatsächlich nochmal positiv hervorgehoben durch, ich glaube, Aiblali, dass der da für den da war und so ihm zugesprochen. Und Aiblali hat ein Tattoo wegen Julian Bam, weil der ihm so beigestanden hat. Irgendwie so ein Tier, ein Wolf oder sowas, ne? Ja, irgendwie sowas. Bleibt stark wie ein Wolf und so. Und ich habe das Video von Aiblali gesehen. Ja, also ich habe es mir so auf doppelter Geschwindigkeit angehört, was bei ihm schwierig ist, weil er auch so schnell sprechen kann wie ich manchmal. Uh-huh. Und da hat er wohl erzählt, dass er auch nach Madeira ziehen wollte und dass Unge ihm das wohl erschwert hat. Hat irgendwie Gerüchte gestreut über Victor, so von wegen, arbeitet ja nicht mit ihm, man kann ihm nicht vertrauen und so. Dann gab es auch diese Geschichte mit der Ex-Freundin von Vic,
Die hat halt eine Affäre mit, oder nee, keine Affäre, nachdem Schluss war, haben dann Unge und sie auch miteinander geschlafen und haben es aber geleugnet, dass es nicht so war. Dann kam es aber Der doch. leugnet das bis heute. Die muss ein richtig schlechter Bums gewesen sein. Ja, da kam jedenfalls doch raus, dass sie zusammen, als sie jedenfalls Sex miteinander hatten und so. Und dann haben sie zwischendurch Vic und Unge wieder vertragen, dann doch wieder nicht. Also riesiges Geheule. Und jetzt sind zwei YouTuber weniger in Deutschland, Ja. die ich nicht vermissen werde. Ich habe weder Anni noch Unge Ich bin verfolgt. wirklich gespannt, wer als nächstes zusammenbricht. Das Kartenhaus YouTube Deutschland, das ist einfach sehr wackelig und Wäre es das doch ein dekonstruktiert. Katzenfehler? Also irgendwie wurde mir jetzt zugetragen, dass Gronkh in seinem Anni-Statement durchblicken lassen hat, dass da mit Fabian Sigismund vielleicht was ist, wobei ich das, glaube ich, gesehen hatte und das sagt mir nichts. Aber dass der auch irgendwie jemanden hatte, der so Anni the Duck-mäßig quasi so narzisstisch irgendwie irgendwas hat er. Vielleicht bricht ja Gronkh noch, aber ich glaube, Gronkh ist eh ein ganz schlimmer Finger, der Hundewelpen jongliert. Gronkh ist, glaube ich, auch cool. Wenn bei dem was rauskommt, dann Rauskronkt. vertraue ich keinem Menschen mehr. Sag ich dir, wie es ist. Aber wäre es nicht funny, wenn irgendwie, weiß nicht, Rodis oder Kalle auch über dich so ein Video machen würden, einfach aus Spaß, und Ja. würden irgendwie dann erzählen, der Robin, der wieder uns behandelt hat und so. Ja, sollen sie machen. Der hat immer gestunken und der hat uns dann geschlagen, wenn wir die Kamera falsch gehalten Also Kalle haben. habe ich, ich habe beide tatsächlich schon geschlagen. Guck. Aber ich glaube, bei Herr Rodes war es immer mit Consent, bei Kalle war es halt einmal nicht so. Ah ja. Naja, ich wollte, der hatte so ein Brett in der Hand und ich wollte das Brett durchschlagen, aber es hat halt durchs Brett seinen Kopf getroffen. Aber er kann auch ein Brett ist, muss man auch sagen. Ja. Geiler Typ. Ein Waschbrett hat der. Was auch ein Brett war, war ICQ. Oh ja. ICQ, der große Messaging-Dienst, der mich damals quasi Von ins, Brett zu Dett. ja, der mich ins Internet geholt hat, ja, dieser Messenger-Dienst, soll nach 27 Jahren abgeschalten werden am 26. Juni. Und es macht mich ein bisschen traurig, dass nach SchülerVZ so meine großen, mein großer Online-Einstieg verschwunden ist. Du hast nur noch Facebook, an was du dich klammern kannst, ne? Naja, und Instagram bin ich auch so ein bisschen drin. Ja, aber das ist ja ein bisschen neuer noch, oder? Das stimmt. Also ein bisschen. Also Facebook hat schon diesen alten Ranzscharm. Jetzt Instagram ist schon noch so am Zahn der Zeit. Und ICQ, warst du auch da drin? Ja, Hast du auch ja. gechattet? Ah, Ja, ich hab's also geliebt. ICQ war das erste, was ich mir da installiert hatte, aber das wurde halt durch Facebook dann so ein bisschen, ja, nicht mehr nötig. Weil da war dann jeder und ICQ musstest ja, glaube ich, so eine spezielle lange Nummer haben. Bei Facebook Genau. konntest du einfach alle über den Namen finden. Ich glaube halt bis heute, dass da irgendwie auch noch eine Lücke zu schließen wäre mit einem neuen, mit einer neuen Art Facebook, was halt nicht so Cancer ist. Ich habe da vorhin erst wieder, weil ich so alte Lesezeichen durch bin und da hatte ich noch so eine, da gibt es eine The White Stripes Dokumentation in voller Länge auf Facebook. Die kriegst du nirgends zu sehen, außer auf Facebook. Aber dadurch bin ich halt da wieder in diesen Videoplayer reingerutscht. Und was da für Cancer-Content ist, das ist wirklich, da ist TikTok ein Scheißdreck Das ist dagegen. doch wie TikTok, nur viel später. Ja, aber es ist ganz, ganz schlimm. Es ist wirklich. Das ist so ein Dreck, Alter. Kann schon sein, aber nochmal ICQ. War Ja. das für dich auch so ein Ding, dass du nach Hause gekommen bist, ICQ angeschmissen hast, hast dann mit 1000 Leuten gechattet? Schon, ja. Es war immer offen. Es wäre halt wie Ja. Telegram jetzt am PC. Ich weiß nicht, ob du Telegram am PC nutzt oder. Nö. Du bist ja eh nicht so ein PC-Lero, oder? Nee, ich bin da einmal im Monat dran oder so. Ja, siehst du? Ich sitze halt am PC, mach meinen Scheiß und habe immer Telegram offen. So war es halt früher mit ICQ. Genau, da hast du nebenbei immer so au gehört, so au, und Ja. dann kam irgendwie Melanie online und Felix kam online, da hat man mit denen den ganzen Tag geschrieben und so, obwohl man die gar nicht kannte persönlich. Dann hat sich irgendwie Fotos hin und her geschickt und auch irgendwelche Songs und so und Videos rumgeschickt. Das war schon einzigartig. Und da sind richtig enge Verbindungen entstanden und die sind aber ausgeschlichen immer mehr. Und ich würde echt gern wissen, also ich werde nochmal online gehen und gucken, ob die noch online sind. Und nochmal das letzte Mal mit denen dort schreiben und gucken, ob man sich verbinden kann irgendwie über Instagram oder so. Ach, Das wird's noch. 26. Juni ist der Stichtag. Genau, noch in einem, also noch einen Na, Monat dann aber quasi. hurtig, hurtig. Ist so. Rest in Peace, ICQ. Du gehst in den verdienten Ruhestand. Die ewigen Jagdgründe. Ist so. ICQ not. Cool. Ich sag mal so, wenn du da bist, ist es ja ziemlich heiß. Aber ob es so heiß ist wie aktuell zum Beispiel in Indien, in Delhi zum Beispiel, auch in Amerika rund um, ich weiß gar nicht, so Texas, so da ist auf jeden Fall auch so eine heiße
Dunstglocke drüber. Aber es ist nicht so extrem wie in Indien. Da hat man bis zu 52,3 Grad gemessen. Alter. Das ist doch ein Spaß. Das ist krass. Das ist doch also mehr als 37 Städte im Land haben über 45 Grad diese Woche gehabt. Ich finde ja schon, so 30 Grad so unausstehlich und unaushaltbar. Ja, jetzt überleg dir mal, wie viele Inder es gibt und wenn die dann irgendwann da nicht mehr leben können, was dann passiert. Da werden wir uns aber zurücksehen nach unseren Messerstecherleuten. Ja, klar, Klimaflüchtlinge, ne? Das ist ja echt ein Ding, aber es wird ja so schön geleugnet und es wird dann mal so kommen irgendwann. Ich habe hier wieder so eine passende Statistik, auf die ich alle paar Monate mal gucke. North Atlantic Sea Surface Temperature Anomalie. Also wir haben hier, ja, ist jetzt schwer zu beschreiben, aber ihr könnt es euch vorstellen, wir haben hier so die Durchschnittstemperaturen des Nordatlantik und da entgegengesetzt der rote Strich ganz oben 2024. Und der ist halt einfach sehr viel höher als anderes. Mhm. Da spielt natürlich El Niño rein, der insgesamt das Wasser da etwas wärmer macht. Dennoch ist das kein gutes Zeichen. Das ist gar kein gutes Zeichen, das stimmt. Auch kein gutes Zeichen war, bist du schon durch? Naja, wenn du das jetzt einfach wegwischen willst, dass die ganzen Inder da irgendwie verrecken und so. Wenn du was zu sagen hast zum Thema Klima, bitte. Nö, ist ein Mikrofon, Robin. Also, F in den Chat. Ja. Holt euch Ventilator. Das Klimathema ist so ein Ding, ich kann dazu nichts mehr sagen. Wir haben alles schon dazu gesagt und es ist einfach scheiße und man hört eh nicht drauf. Wir werden irgendwann alle einfach sterben und verbrennen. Also ich wette, wenn das Klimathema ein rechtspopulistisches wäre, da könntest du aber viel dazu sagen. Da hätte ich aber ganz schön eine Meinung, du sagst dir. Ja. Ich jede Woche aufschlagen, gucken, was wir da falsch gemacht haben. Ja, nur leider ist es das nicht. Nee. Vielleicht wird es das irgendwann mal, wenn ja, die Ob's Leute das merken. Also gerade... Wie gesagt, in den Staaten ist es ja auch gerade ein Thema, dass es fucking heiß ist. Ich glaube, auch in Mexiko ist aber es schon, so. Aber schon immer so, Robin. Schon immer. Ja, genau. Ich glaube, auch in Mexiko ist es so, dass die Gefahr laufen, kein Trinkwasser mehr zu haben, weil es gerade so heiß und vor allem immer so schon so, dass sie kein Trinkwasser hatten. Und auch halt alle Staaten, die drumherum sind, also Neumexiko und so, alles da unten so. Mhm. Und das, also wenn das nicht dafür sorgt, dass sie denken, oh, warte mal, mit diesem Klimawandel, vielleicht ist da ja doch was dran, dann wird's das nie, weißt du? Dann heißt es irgendwann, wenn dann irgendwie ein Jahr Dürre durch ist oder was weiß ich, da trinkt fünfte Super-Tornado durchjagt im Monat oder was auch jetzt sich häuft, sind ja Turbulenzen bei Flugzeugen, was auch damit zusammenhängt, weil warme und kalte Luft sich mehr irgendwie rasanter vermischt oder so und deswegen, ne? Vielleicht stürzen auch in Zukunft einfach mehr Flugzeuge ab. Aber wenn das alles nicht dafür sorgt, dass die Leute denken, oh, vielleicht sollten wir doch mal was machen, ja, dann gute Nacht einfach. Und das Perfide daran ist ja, dass selbst wenn die Leute an den Klimawandel glauben, selbst dann behaupten die ja ganz oft, dass da mit der Mensch nichts zu tun hat, wir es eh nicht ändern können. Und deswegen können wir trotzdem noch unendlich CO2 in die Luft schießen, weißt du? Ja, das ist für mich halt auch so ein Gedanke. Die können ja von mir aus denken, dass wir es nicht verursacht haben, aber trotzdem sollte man noch zumindest die Option im Kopf haben, dass man wir das durch Wissenschaft da entgegengehandelt werden könnte. Also jetzt nehmen wir mal an hier, was ja eher so Verschwörungstheorie immer ist mit die Eliten machen Geoengineering und machen hier das Wetter für uns kaputt und sowas. Wenn man jetzt aber sagt, okay, dann nutzen wir diese Macht, die wir da haben und ne, was ja auch so Sachen sind, wir schießen was in die Atmosphäre, um weniger Sonneneinstrahlung zu haben oder sowas. Dass man sich dagegen irgendwie vielleicht ein bisschen öffnet, aber es ist ja dann, die Alternative ist einfach nur, wir haben das nicht verursacht, also muss es auch nicht unser Thema sein. So. Ich frage mich eh, was so der Vorwurf ist, ne? Wenn es immer so heißt, die grüne Diktatur und die Ideologie und so, dass ja Verbrenner nur verboten werden aus ideologischen Gründen, aber was ist denn die Ideologie? Also warum sollte man denn behaupten und lügen, dass es einen Klimawandel gibt und dass man Maßnahmen anwenden kann, wie Mülltrennung und... Also ich sag's dir, wie es ist. Für mich ist das Ideologie, weil Verbrennermotoren, die sind fucking laut. Mir geht das, je älter ich werde, desto mehr geht mir das auf den Sack. Ich möchte, dass die sich alle verpissen. Ich möchte am liebsten gar keine Autos mehr sehen. Und deswegen Verbot jetzt. Ja, sehe ich auch so, aber rein politisch. Also was glaubt man denn, warum setzt man denn das Gerücht in die Welt, dass es einen Klimawandel gibt und dass... Naja, weil man dann die Leute kontrollieren kann durch Verbote und dann ist Diktatur. Das kann man doch auch so machen. Also Diktaturen fangen doch nicht an beim Klimaschutz. Ja, aber das ist ja der gemeinsame Feind, weißt du?
und gegen den man nicht mal, dem kann man nicht mal in Gaskammern stecken dann. Ach so. Da muss man einfach hinnehmen, wenn die Regierung sagt, den gibt es, den Klimawandel. Ach so. Ja, dann verstehe ich alles. Es ist alles dumm. Was viele nicht verstehen konnten, das war Nicki Minaj. Denn die, es ist nur eine kleine Randnotiz, ne? Die hat ihre Fans enttäuscht, weil sie zu einem Konzert zu spät kam, beziehungsweise gar nicht kam. Die wurde nämlich am Flughafen Schiphol in Amsterdam festgenommen, aufgrund von Verdacht auf Drogenbesitz. Und wurde so lange festgehalten am Flughafen, bis das Konzert quasi vorbei gewesen wäre. Oh. Und hat dann absagen müssen, kurzfristig. Und das fanden die Menschen vor Ort nicht so toll. Also war wütend. Ich finde, da wurde ein guter Service an den potenziellen Hörern gehalten. Ja? Mhm. Die sollten sich mal bedanken, dass sie dieses Konzert nicht erleben mussten. So kann man es auch sagen, man hat sie so ein bisschen gerettet, ne? Ja. Auf jeden Fall musste Nicki Minaj dann eine Strafzahlung machen in einem angemessenen Maß. Steht hier und sie ist wieder freien Fuß, aber kam zu spät zum Konzert und 20.000 Fans in der Coop Live Arena fanden das kacke und mussten ohne Musik ins Bett gehen. Schade. Ja. Apropos Musik, dann sprechen wir das mal kurz an. Eminem hat nämlich auch etwas Neues gedroppt. Eine Nostalgiebombe, ja. Der hat ein Feature mit sich selbst gemacht. Dr. Dre ist auch am Start. Eminem und Slim Shady in einem Song. Ist eine Mischung aus seinen ganzen alten Hits. Der hat auch wieder sein Superhelden-Kostüm da angezogen. Und er hat auch wieder sein Säckchen in die Kamera gehalten. Und viraler Hit auf jeden Fall. 20 Millionen Aufrufe in 24 Stunden. Das geht steil. Wie stehst du zu Eminem? Es ist ja so ein bisschen der amerikanische Falco. Ich wollte es gerade sagen, ja. Das kann man sagen. Es gab nur zwei weiße Rapper, die wirklich großen Erfolg hatten. Das waren die beiden, muss man sagen. Falco war der erste weiße Rapper, das ist auch bewiesen. Also ja. In den US-Charts, ja, Gottschalk, meine Fresse. Aber Falco war der erste weiße Rapper in den US-Charts. Und Eminem war dann, hat er quasi die Szene auch übernommen als Weißer, ne? Und die haben schon einiges gemein, muss man sagen. Und ich habe auch mal gelesen, dass Eminem sogar Falco-Fan ist. Also ist er mir auch sympathisch. Ich höre jetzt nicht viel von ihm, so in meinen privaten Playlists so, aber ich finde seine Musik ganz cool. So ausgewählte Songs, We Made You, Lose Yourself und so. Rap God, kann man schon mal hören. Ja. Von Eminem. Also Rap God finde ich tatsächlich eher ein bisschen anstrengend, aber Without Me ist für mich ein zeitloser Klassiker. Ja, voll. Und ansonsten My Band, aber das war ja D12. Das finde ich auch sehr, auch sehr geil. Auch geiler Song, ja. Ja. Safe. Ansonsten bin ich da jetzt nicht so hinterher, aber ich kann den natürlich appreciaten. Da gibt es auch noch so ein Diss-Track, den er gegen Trump gemacht hat 2017, der irgendwie zensiert und nur online ist, ganz großer Quatsch. Wie dem auch sei, Thomas Gottschalk hat es angesprochen, da will ich doch direkt mal überleiten, weil der hat sich ja mit Söder getroffen diese Woche. Thomas Gottschalk hat einen Meilenstein auch geschafft diese Woche, der hat 100.000 Instagram-Follower jetzt, da Toll. Sind wir doch alle glücklich. Ich weiß nicht, wer diese ganzen Boomer sind, die der auf die Plattform holt. Die kaufen auch viele Follower tatsächlich, das machen ja viele in der Politik. Ist Thomas Gottschalk in der Politik? Ach, ich dachte Söder. Der hat sich mit Söder zum Würstchenessen getroffen. Ach so. Ja. Ja, sonst machen du bist die... doch Gottschalk-Fan. Du bist deutsches Urgestein, einfach deutscher Qualitätsmoderator. Das ist doch deins. Nee, der hat früher Falco immer gedisst. Ich bin kein Thomas Gottschalk-Fan. So ein Assi. Der hat mal gesagt, Falco sei für ihn ein Wiener Würstchen. Und da hat Falco geantwortet in einem anderen Interview dann, ich kann Gottschalk nicht übernehmen, dass er einen Wiener Würstchen nicht von der Bockwurst unterscheiden kann. Da war es quasi gesetzt und Mic Drop. Okay. Nee, ich finde Gottschalk ist einfach nicht gut. Also hat mir als Moderator noch nie so richtig gefallen. Als Kind vielleicht mal als noch so die Illusion, dass so Leute wie Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk irgendwie Helden wären. Aber ich finde im Nachhinein so, die haben beide keine geilen Leistungen vollbracht und ich brauche die nicht. Also ich finde ja, Thomas Gottschalk hat so in manchen witzigen Sketchen mitgespielt, wie zum Beispiel damals, da hat so ein Typ so ein Salto über ein Auto versucht und dann ist er da fast tödlich verunglückt und Thomas Gottschalk fragt, hat's wehgetan? Ja, also da habe ich reichlich gelacht. Ja, das stimmt. Oh, ich hab so einen Clip gesehen, wo Helene Fischer My Fair Lady nachgesungen hat, das Musical, und nachgespielt hat, so die wichtigsten Szenen. Und da hat Thomas Gottschalk Professor Higgins gespielt, Alter, und hat auch gesungen. Und ich dachte, Alter, da kann echt kein bisschen singen. Also richtig awkward. Er ist ja so ein bisschen Schauspieler, und er hat ja auch schon viel gemacht, aber er hat kein guter. Wollen wir mal seinen Konkurrenz-Podcast Die Supernasen grüßen? Ich glaube, der ist nicht sehr erfolgreich. Nee, will ich nicht grüßen. Ich finde beide nicht so cool. Der ist nicht so erfolgreich wie wir. Was passiert denn jetzt? Wer ist denn da? Jetzt kommt Gottschalk, glaube ich.
Hallo? Wir haben zu oft Thomas Gottschalk erwähnt. Moin, ich nehme gerade mit Tino auf. Ja, lass Thomas reinkommen. Oder ist es Mike Krüger? Nee, nicht. Ja. Es ist Mike Krüger. Mein Gott, Walter. So. Hallo, na? Ja, moin, na? Schicke Sakko, schick, Alter. Schicke. Wir hatten ja einen Stargast im Podcast. Hallo, freut mich. Na, wie geht's? Ah, super. Krass, dass ich jetzt noch aufnehme. Ich dachte, das wäre schon lange durch, Alter. Nee, heute ist ja, nicht. Ich habe auch vorhin ein bisschen gepennt und so. Ist ja alles ein bisschen delayed. Und ich war in Eisenach zur Fortbildung, musste quasi auch erst ankommen wieder in Weimar. Nice. Ja, um was geht's? Wir reden gerade über Thomas Gottschalk. Immer noch, muss das sein? Er hat die 100.000 Follower geknackt. Geil, Glückwunsch. Auf Insta oder wo, oder? Ja, auf Instagram. Glückwunsch, ne? So, jetzt hast du mich aber hier völlig... Das ist auf jeden Fall ein Banger-Song. Wusstest du, dass der jetzt auf der Wiesn verboten wird? Ich habe noch keine Meinung dazu, ehrlich gesagt, ob ich das gut finde. Na, was fürchten die denn, was die für Klientel da herholen, ne? Also ich finde, sollten konsequent auch die Leute abschieben, die sowas singen. Ja, finde ich gut. Da bin ich mal für Abschiebung. Aber den Song verbieten, weiß ich nicht. Da kann ja der DJ D'Agostino nichts dafür. Mein Namensvetter quasi. Weißt du, was der gerade für Einnahmen generiert? Das könnt ihr dem nicht wegnehmen. Da hat jemand gepostet, irgendeine Band, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob es nicht eine Idee wäre, dass dieser D'Agostino die Einnahmen einfach spendet. Mhm. An Projekte gegen rechts. Was? Weil er wird nämlich Schnauze haben. Der damit zu tun? Sollen es ja die Ärzte damals gemacht, oder? Mit Schlager, ja, genau. Das neu aufgelegt hat, Aktion, ne? Arschloch, genau. Also ich denke auch, dass das generelle Verbieten von dem Song ist, also finde ich nicht gut, weil einfach ne, ich verstehe den Gedanken dahinter und unterstützt man wahrscheinlich auch alle, aber was ich lustig fand, ist, ich habe so ein auf TikTok einen Clip gesehen von einem Influencer mit auch natürlich, also mit Migrantenhintergrund. Und der hat auch gesagt, dass er dadurch, dass dieses ganze Ding einfach so gehypt ist, ertappt er sich selber dabei, wie er manchmal durch die Straße läuft und den Song einfach es ist in ja seinen auch Kopf Ohrwurm, singt. Ja, das war ja auch neulich so, dass irgendwie die türkische Fußballmannschaft gespielt hat und die ganzen Türken haben das dann gesungen. Einfach aus Gaggründen so, weil das halt jetzt so groß gemacht wurde. Man kann es auch übernehmen quasi, ne? Als Menschen mit Migrationshintergrund und so, die sollten das einfach nachmachen. Ja. Wäre witzig. Um oder so, ja. Also du bist nicht gegen ein Verbot, ja, aber ich finde, also der arme Gigi D'Agostino, was hat der also damit zu tun, nee, weißt du? Ich bin so zwischen den Stühlen, ich kann das Verbot verstehen, aber ich finde es irgendwie nicht gut. Also ich glaube, die sollten einfach die Einnahmen spenden an Projekte gegen rechts, an Flüchtlinge und so. Da würden die nämlich ihre Klappe halten, die Faschos. Das ist so meine Meinung. Der sieht ja richtig komisch aus, Alter, richtig braun gebrannt. Hab auch noch nie gesehen sonst vorher, ehrlich 56 gesagt. Jahre alt ist der. Jetzt habe ich aber mal ein Bild, also das ist ja ein fürchterliches... Der hat sich auch nicht geäußert bis jetzt dazu, ne? Bräunungscreme im Gesicht. Es kam, was soll der sich auch äußern? Naja, er könnte sagen, ich distanziere mich davon und alle, die das machen, sind dumm. Na klar, so ist mindestens. Es ist ja nicht mal ein Deutscher. Wenn das ein Deutscher ist, ist halt irgendein Italiener, der checkt überhaupt nicht, was los ist, Alter. Der checkt halt gar nicht, also die politische Lage und alles dahinter. So, also. Ja, aber wenn ihr einen Song macht, irgendwelche Faschos in Ungarn oder so würden denen aufgreifen, würden sie auch sagen, find ich blöd. Ich wette, wenn man das Gigi erklären würde, wahrscheinlich. Good game, Gigi. Ja, genau. Ich darf ihn Gigi nennen. Sagen Gigis, das ist auch so mein Song. Chat GGBT. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er dann wahrscheinlich auch sagt, ja, das finde ich ja schon kacke. Aber er hat es nicht gesagt bis jetzt. Ja, vielleicht liegt er auch irgendwo in der Sonne auf irgendeiner Insel und kriegt davon gar nichts mit. Und seine Kasse macht einfach drrrr gerade. Ah, das kann natürlich auch sein. Und dann in einem Monat meldet er sich, wenn er die Kohle reingesagt hat. Er ist auch in Charts gerade wieder gelandet, ne, mit dem Song. L'amour toujours heißt der Song. Wir haben leider schon in die Playlist getan, aber diese Woche noch kommt mal machen, oder? Nee, diese Woche kommt da Eminem rein. Wir müssen am Puls der Zeit sein. Ich habe anderen Song schon. Na gut. Also, hast du Eminem gehört? Ja, den neuen. Nostalgie-Track. Ja. Ist schon geil, weil alles wieder aufgegriffen. Und ja, also es war schon ganz gut. Ich dachte mir halt was ich witzig fand, war die Sache mit, die geilste Line, glaube ich, die auch von allen gefallen wurde, war das Ding mit R. Kelly, Black Guy Peace. Ja, ja. Das war schon ziemlich stark. War im Top-Comment auf jeden Fall auch drin. Und ja, natürlich dadurch, dass alles recycelt wurde, ist es halt so, das war jetzt nicht krass was Neues, aber es war natürlich oft sein Neuer. Was ich aber geil fand, ist, dass er, das ist glaube ich für uns so eine Sache, weil wir halt so geil auf 80er und sowas stehen, dass er diesen Abracadabra-Song halt irgendwie vermuschelt hat. Da ist alles mit drin, auch dieses
dieses ikonische Geräusch da so. Das ist alles einfach mal. Nochmal so ein Recap, wie Rammstein damals mit diesem Ram-Lied gemacht haben, wo sie, nicht Ram-Lied, Ram 4 hieß das. Da haben sie einen Song gemacht aus all ihren Songtiteln quasi. Bück dich, Amerika. Das macht auch Till immer unter der Bühne, diese ganze Sache sagen, oder? Das auch. Nicht nur sagen, leider. Hm. Apropos, habt ihr das mitbekommen von Northwest, die Tochter von Kardashian? Die hat sich in eine Musical-Rolle eingekauft für König der Löwen. Da gab es wohl so eine Veranstaltung, sie spielt den Nordstern. Nee, das nicht. Schön wär's. Schade. Es wäre passender gewesen, denn sie singt, sie spielt die Rolle von, ich will jetzt gleich König sein. Wie heißt der? Simba. Die Hauptfigur. Fiel mir gerade nicht ein, tut mir leid. Schlechter Disney-Fan. Und jedenfalls gab es wohl Auditions vorher, wo richtig geil, so Kinder richtig geil singen und so performen und so. Und dann kommt Kardashian, wedelt mit ein paar Geldscheinen und gibt dann quasi Northwest diese Rolle. Und die verkackt übelst. Sie singt keinen geraden Ton. Ist also, I wanna be the king. Warte mal, Northwest ist jetzt ein Mädchen. Oder ist das ein Junge? Ach, ist ein Junge, tut mir leid. Ja. Weil Simba ist ja auch. Hä, aber. Du sagst ein Mädchen. Doch, ist ein Mädchen. Hass auf Northwest. Da hasst jemand eine Himmelsrichtung. Ich wollte schon sagen, dass jetzt berühmte Kinder habe. Haben alles außer Privatsphäre. Ja, und ich habe ja nichts gegen dieses Mädchen, dieses Kind, das ist mir egal. Aber sich so eine Rolle einkaufen, wo es. Das hat halt die Mutter gemacht, nicht das Kind. Jetzt naja, aber die wo Kirche ist halt, im Dorf. Also hätte ich auch sagen können, nö. Klar, sie ist ein Kind, ich weiß. Aber ihre Performance ist einfach so furchtbar, ich hätte mich geschämt dafür. Apropos, was ich gerade gesagt habe, ganz kurz, ja. Ich hatte neulich Kontakt zu so einer 15-Jährigen, die gesagt hat, ja, AfD wählen ist geil und so. Und da habe ich gesagt, okay, cool, kannst du ja machen, aber hast du überhaupt schon mal das Wahlprogramm gelesen? Ja, habe ich auf jeden Fall gemacht. Okay, und was findest du gut an denen, was sie so vorhaben, was da drin steht? Naja, die wollen, dass die Schule im Dorf bleibt. Und da habe ich genau so die Stirn gerunzelt, habe da 5 Stunden drüber nachgedacht, saß abends vorm PC und dachte so, Alter, die muss von ihren Eltern oder so gehört haben, die AfD lässt wenigstens die Kirche im Dorf, als Sprichwort, hat das aufgegriffen und hat dann das falsch verstanden und dann mir so eine Scheiße erzählt. Wer will denn bitte nicht, also wer will denn dem Dorf die Schule wegnehmen? Das will ja keiner so. Doch, die machen diese Flüchtlingsheime, dann kriegen die Kinder keine Bildung mehr. Mhm. Ich wollte gerade sagen, weil ich kenne ja auch, ich befasse mich ein bisschen auch mit Ausschussarbeiten und so und Abstimmungen von der AfD und die voten ja immer gegen alles, was der Schule und der Bildung was bringt. Also sie haben auch gestimmt gegen mehr Lehrkräfte hier in Weimar und so, gegen mehr Schule, Sozialarbeit und so weiter. Gegen Digitalisierung an Schulen haben sie gestimmt. Also sie machen ja nichts mehr für Schulen. Deswegen hätte ich mich jetzt gewundert, dass sie da irgendwie das aufgreift, die Person. Aber wenn wir gerade wieder bei Politik angekommen sind, Herr Kleine hat es ja geschafft, wieder Bürgermeister zu 70% werden. 70%, Alter. 75. Aber schon durch. Aber ich habe es gecallt. Ich habe es gecallt, dass er beliebt ist. Die Menschen lieben ihn, was ich nicht ganz Ja, aber jetzt kann. Müssen wir ja wirklich mal einen Podcast einladen. Weißt du? Ich bin da, also bin MCM dabei. Hat ja immer gesagt, Herr Kleine hat weniger Reichweite als er. Aber wenn der so beliebt ist, 75%, dann, also Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Der MCM antreten sollen zur Wahl. Der hätte das gemacht. Ja, aber bist du eigentlich nicht, also bei dir war ja mal, oder? Ich wollte mal den Nachwuchs ranlassen, deswegen bin ich mal nicht angetreten. Okay. Ich habe mich, als ich den Wahlzettel gesehen habe, ja, auch ziemlich raus bei dem Thema, aber ich habe mich gewundert, ob ich deinen Namen nicht gesehen habe. Ich dachte, die jungen Leute, lass jetzt mal ran, mach mal eine Pause, aber in 5 Jahren, versprochen, trete ich an, wenn ich dann noch leben sollte. Hier. Und ich heard it here first. Ja. Geil. Jedenfalls gab es ja noch Kandidaten von den Grünen, SPD, und Linke, und die haben halt völlig versagt. Die haben alle nur so um die 10% so bekommen und einen kleinen halt abgestaubt. Glückwunsch, ich gönn's ihm, aber ich habe ihn nicht gewählt. Hm. Das ist meine Meinung. Welche Partei war der nochmal? Parteilos. Aber gestützt von CDU und Weimar Werk. Okay. Ja, Herr Kleine. Ja, und auch sonst die Kommunalwahlen lief. Also ich wollte so elegant gerade überleiten. So, es gibt einen ähnlichen Politiker, Donald Trump. Ach so. Ja. Der ist ja jetzt verurteilt worden in 34 Fällen. Again. In 34 Fällen als schuldig. Ja. Du musst dir das vorstellen, da gibt es eine Jury und die Jury entscheidet, ob er schuldig ist. Und das sind 12 Leute in dem Fall gewesen. Und wenn nur eine Person gesagt hätte, bei einer Sache, er ist nicht schuldig, wäre er da nicht verurteilt worden quasi. Da geht natürlich noch in Revision, das ist noch nicht 100% durch, aber bei 34 Sachen haben jedes Mal 12 unparteiische Leute gesagt, schuldig. Mhm. Und das wurde dann auf Reddit gepostet und innerhalb von 2 Stunden waren da 40.000 Kommentare drunter. Ja. Das war halt echt insane, das habe ich noch nie erlebt. Auch einer von Elon Musk hat mich bei Twitter gepostet,
Indeed, great damage was done today to the public's faith in the American legal system. It's a former president can be, if a former president can be criminally convicted over such a trivial matter, also eine Kleinigkeit, motivated by politics rather than justice, then anyone is at risk of a similar fate. Ja, das ist schon realitätsfern, also geht's gar nicht mehr. Na, vor allem wurde ja 4 Jahre gerufen, lock her up zu Hillary, dann 4 Jahre lock him up zu Biden. Und wenn aber jetzt irgendwie da das verfolgt wird, wenn da... So Kleinigkeiten, so Quatsch. Wenn da Hush Money und so Geschichten im Raum stehen, dann ist das auf einmal eine Witch Hunt. Aber ist es ja auch. Du wolltest noch irgendwas zu der Kleine sagen. Ich wollte nur mal ganz kurz. Ach so, und ich wollte nur sagen, dass ich die Berichterstattung spannend fand, wo es überall hieß, dass die AfD ja irgendwie abgedust hätte zu den Kommunalwahlen, was überhaupt nicht stimmt. Mhm. Also klar, sie haben weniger als erwartet zugelegt, aber sie haben zugelegt überall. Und sie sind in sämtlichen Stichwahlen jetzt bei Landräten und OB-Wahlen gelandet. In Mannheim war auch so eine Stichwahl, ne? Ja. Das war ein Wahlstich quasi. Ja. Also ich fand das irgendwie merkwürdig, weil die haben überall zugelegt und es war richtig krass, trotz allem. Und es gab auch irgendwie einen Ort, wo auch ein richtiger, also so ein echter Neonazi, der mit so Hitler-Shirts auftritt, ist auch richtig krass gewählt worden, mit 40% irgendwo. Ja, der ist nicht unbekannt, das ist der Typ, der diese Festivals immer verdings von... Frank oder so heißt der. Von Druck 1,8, also das ist alles so, das ist mit dem 8,88 € Schnitzel... Zu Hitlers Geburtstag und so. Und Hitler-T-Shirts auch so hart. Der ist halt der rechte Meme-Gott sozusagen. 25%. Genau. Ja. Der hat übelst viel bekommen und irgendwo anders, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, Hildburghausen, irgendwo in einem Landkreis, hat die AfD irgendwie 40% bekommen. 40%. Das ist so. Da musst du mal krass hinziehen und den Laden wird da doch mal Bürgermeister. Nee, ja. Räum da doch mal auf. Kein Bock. Kein Bock. Da nicht. Ja, also die Wahlen waren sehr interessant. Gut. Schön. Aber bundesweit nehmen sie ja ab zum Glück, aber es kann sich auch bis dahin wieder ändern, so zum Bundestagswahl. So, Kalle, bist du von deinem guten Freund Unge entsetzt oder wie ist das da? Ja, Unge hat auf jeden Fall mich hart überrascht, vor allem, weil er halt auch schon sehr lange in meinem Fenster hängt. Mhm. Und jetzt wurde er gecancelt, deswegen hat er jetzt endlich wieder Relevanz, das fand ich schon mal ziemlich gut. Ja, ja, er hat gesagt, er bessert sich, ne? Also, so wie, sagen sie alle. So wie, ja, eben, so wie jedes Entschuldigungsvideo ever auf YouTube. Ich finde das sehr witzig, dass jetzt so dieses Ich gehe in Therapie ist irgendwie das neue Ding. Damit ist das dann abgehakt. Ja, ich mache jetzt Therapie und ja. Aber es ist schon witzig, was da so die letzten 2 Wochen passiert ist alles. Aber wäre es auch ein Weg gewesen für ihn zu sagen, fuck drauf, ich bin halt so. Das hat er am Anfang gemacht, er hat ja so... Die Klage stand im Raum, dass er eine Katze mit einem Koffer abgeschmissen hätte. Nee, aber er hat es auch geleugnet, vieles, aber danach gesagt hat, ja, aber er hat so dagegen geshitpostet. Er hat dann halt ein Bild von einer Katze und einem Koffer gepostet und dann so, und so eine Zielscheibe. Ich, wenn ich eine Katze sehe. So am Anfang hat er halt noch so geschossen und dann konnte er das nicht aufrechthalten. Ah ja, ich war eh nicht so richtig Fan von ihm, ich weiß nicht. Ja, ich habe nicht verfolgt. Ein Selfie noch mit dem gemacht. Musste ich jetzt eigentlich langsam mal distanzieren. Ja, sorry, ich distanziere mich damals, als ich, ich weiß gar nicht mehr, was war, 2016, 15 oder so, 14, 13, ein Selfie gemacht habe mit Unge. Weil ich damals halt noch dachte, er wäre cool. Da war, glaube ich, damals noch dieses Milches Gift-Meme, das war noch relevant. Ja. Da bin ich natürlich voll mit aufgesprungen. Ja. Auf ihre Unterstützungsnachricht. Und ja. Aber generell, ja, es ist super, super crazy. Wir haben auch schon mal drüber geredet. Also es ist ja sowieso das übelste Meme, was diese 2,50 € irgendwie ausgelöst haben. Ja. Das finde ich ja mit das witzigste Meme. Aber jetzt, ich habe tatsächlich einen Clip gesehen, dass eventuell irgendwie diese 2,50 € sogar irgendwie inszeniert waren von dem Kameramann von der... Von Unge. Ja, genau. 2000 IQ. Ich brauche eine YouTube-Pause, ich muss auch irgendwas machen. Ich will meinen Twitter-Account nicht einfach so löschen, da fragen die Leute sonst nach. Dein Plan ging voll auf. Ja, irgendwie inszeniert war von der Kameramann von der Kollegin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Mauki. Genau, von Mauki und sowas halt. Aber ja, also aus Unges Perspektive, ich finde es einfach nur witzig, dieses, also es ist jetzt kein Flex, aber ich habe halt ausgesorgt, habe meine ganze Familie und alles so. Es ist halt der übelste Flex. Ja, ja. Und nee, es ist kein Flex, aber ich bin in Rente, ich brauche das ja, alles nicht so. Und das Burger-Meme, was gepostet hat, war auch geil. Also, dass er dann nochmal danach noch auf Twitter oder so, auf eine Sprachnachricht, also so einer öffentlichen Sprachnachricht gepostet hat, dass er dann Al-Bladi nochmal, also für den Friedens, ums Kriegsbeil zu begraben, irgendwie auf einen Burger einlädt. Ja, wenn wir uns nochmal sehen, dann kriegst du eine Cola oder einen Burger. Ja, der ist so ein Multimillionär, aber ja, hier einen Burger und eine Cola. Alles wieder gut, Bro. Ja, richtig gut.
Ich hätte auch mal fast, ich habe es auch in meinem Podcast erzählt, Unge kennengelernt beinahe, weil an meiner Uni sollte er Werbeclip drehen. Und die haben jemanden gesucht, der ihn rumführt quasi für das Video. Und dann wurde ich halt gefragt, weil ich irgendwie Erfahrung habe im Schauspielscheiß. Und da habe ich gefragt, wer ist das? Unge, kann ich aber zum Zeitpunkt nicht. Habe mir angeguckt bei YouTube, habe angerufen und gesagt, nö, mache ich nicht. Also, habe es nicht gemacht. Aber warum? Also was genau? So, ich fand ich irgendwie langweilig. Lange Haare. Ja, Veganer. Dreads. Und dachte ich mir, nee, bitte nicht. Die stinken nee, ja, die Dreads. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Irgendwie dann auch meine Freunde so gefragt, so von der Uni, so was sie von ihm halten. Habe mir das angeguckt und dachte, die meinten auch so, nee, ist irgendwie ein komischer Typ und so. Und dann habe ich es nicht gemacht. Das ist witzig, weil Unge verkörpert ja schon irgendwie so ein bisschen genau diesen alternativen Lifestyle und von dem man halt denkt, oder weiß nicht, von dem man vielleicht so ein Bild hat, dass das schon viel Verständnis gibt, immer viel und sowas halt, und dann, aber dass er dann so ein bisschen diesen, keine Ahnung, Egomanie-Trip oder was auch immer es ist, jetzt halt war, auch diesen Business-Trip und so, dass er sich dadurch profiliert und sowas, ist halt... Ja, also das Witzigste ist halt echt diese Nachrichten, die teilweise veröffentlicht wurden, dass er so richtig schlecht mit seinem Auto irgendwie Frauen beeindrucken wollte, aber halt so nicht, guck mal, ich habe ein cooles Auto, sondern mal gucken, ob die uns Strafzettel geben oder so. Richtig schlecht, so in irgendeinem Vorwand jetzt ein Foto von seinem Auto zu schicken. Das ist richtig Panne. Und dieses Geilste ist ja ein Foto von seinem Kissen, wo er drauf geheult hat. Ich heule gerade in den Kissen. Oder? War es nicht so rötlich? Ich dachte, nee, es war einfach dunkel, glaube ich, weil es halt nass war, keine Ahnung. Ich dachte, also, dass Blut heult oder so. Das war ja richtig krass. Ja. Aber der Dank war doch auch so eine so Mental Health-YouTuberin und so und auch so gegen Depressionen. Und da war sie ja selber so eine Trolle, ne, die irgendwie Leute in Depressionen getrieben hat und die dann Blut gespuckt haben aufgrund von dem Stress. Ja, Also YouTube brennt gerade. Ich bin gespannt, wer als nächstes dran ist. Ne? Ob es Robin ist. Nee, Gronkh. Oder Imp vielleicht. Mhm. Ich glaube schon, wer wurde jetzt noch angekündigt? Weiß nicht, gab es so ein paar Leute. Noreax. Jetzt kam ja dieses ganze, ist die Gerüchteküche halt richtig am Boden. Und der ist als nächstes dran und hoffentlich trifft sich Rezo und hoffentlich trifft sich Gronkh. Weiß nicht, bitte seid ihr wenigstens die nie irgendwie Scheiße gebaut haben und so. Ja, Rezo wäre sehr enttäuschend, weil ich glaube, der ist schon irgendwie cool. Ich glaube, der ist lässig. Glaube ich. Das ist der Faustik. Das sind die allerschlimmsten. Das habe ich auch neulich schon. Ich habe im Stream wieder meine Schandtaten erzählt, die ich so gemacht habe. Und ich sage, die Leute, die nach außen so sauber wirken wollen, das sind die schlimmsten. Ja. Ich muss auch oft dran denken. Also, ich muss oft dran denken, so, wenn man sich so generell so überlegt, wie aktuell. Also, das kann man ja überhaupt nicht vergleichen wie in der Influencer-Welt vor 15 Jahren. So. Aktuell muss man. Also, du musst wirklich auch einfach. Also, was heißt überlegen? Aber wenn du halt wirklich jemand bist, der nicht gut in. Also der unreflektierten Shit macht, so, dann wirst du dafür auch jetzt auch sofort zerfetzt, vor 15 Jahren vielleicht nicht so. Hast du es vielleicht noch so durchgeswitcht, aber... Ja, Simon Desio hat damals gut Karriere gemacht, obwohl er halt ständig Scheiße gebaut hat. Ja, der war ja so jemand, ne, da war es irgendwie scheißegal, weil man wusste, der ist Simon Desio und der ist halt irgendwie dumm. Ja. Weißt du? Der hat sich nicht entschuldigen müssen und ging dann irgendwie offline. Oder als rauskam auch bei Leon Mascher, dass es alles fake war, so, hat seine Karriere nicht geschadet. Das ist alles Entertainment. Ja. Roter Ferrari. Der The Pencil in my womb. Hast du noch was? Ich bin, glaube ich, durch mit meinen. Ich habe noch eine lokale News und zwar würde ich ganz gerne den Falken verabschieden. Lokale News, genau. Die hat den Falken verabschieden. Ach das so. War die Szene-Kneipe hier für die jungen Leute. Da haben wir uns hier wirklich einen Experten direkt eingeladen. Ja. Damals. Der Falken war halt eine Kneipe, eine Bar und auch Konzertraum und so, der seit, weiß nicht, wie lange, nicht 30 Jahre, aber schon so über 20 Jahre war der auf jeden Fall in Weimar so ein, ja, der Szene treffst du für Studis, für junge Leute, so zum Saufen, Kiffen, keine Ahnung, Party machen. Ich habe es da nicht so gern gehabt, weil es da immer so verraucht war und man hat keine Luft bekommen, es war übelst laut, man konnte sich nicht unterhalten. Aber trotzdem hatte ich schöne Abende dort. Ich war mal mit Leo Fischer dort feiern, der ist einer meiner Lieblingssatiriker und Autoren und so. Deswegen bleibt der Falken für mich in Erinnerung. Und ich war am letzten Abend auch dort. Und die Straßen waren voll und dann hat noch eine Punkband draußen gespielt, illegalerweise. Und ja, die Leute waren erst recht voll. Dann kamen noch die Bullen. Wir dachten schon, los, lösen sie alles auf. Aber die haben nichts gemacht, außer halt dann den Verkehr umgeleitet, weil die einfach nicht mehr durchkamen durch die Menschenmassen. Außer Rettungswagen, die kamen durch. Habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und dann wurde der Falken quasi für immer geschlossen. Ja, der Falken ist tatsächlich, ja, halt, weiß nicht, so dieses legendäre Ding gewesen, wo du halt immer hingehen kannst, so. Egal zu welcher Uhrzeit, so, ne. Aber, Arsch verqualmt, wie du schon gesagt hast, arscheng auch immer. Das also auch jetzt nicht, wo es der letzte Tag war, was immer, musst du mal reinkommen und am Wochenende generell musst du gucken, dass du dann auch einen Platz gekriegt hast, teilweise. Nicht immer, aber ja. Und ja, es war auch viele coole Stories passiert, viel, ja, halt das normale alternative
Klientel-Stories halt so, ne, wie es halt so ist. Und ja. Aber es ist doch trotzdem noch offen, dass das vielleicht irgendjemand nochmal neu übernimmt, oder? So wie ich das mitgekriegt habe. Weil ich weiß nicht. Ideen, ja. Es gab 100 Ideen, das irgendwie auch privat zu finanzieren und dann irgendwas draus zu bauen. Halt ein neues besetztes Haus, mäßig draußen, nicht besetztes Haus, aber halt ein neues Projekt draus zu machen. Ja. Gibt auch viele Gerüchte, ne? Man weiß auch nicht so richtig, woran es lag. Also ich habe auch von nahestehenden Leuten schon irgendwie auch so einigermaßen glaubwürdige Begründungen gehört, aber man weiß es am Ende auch nicht, woran es dann gelegen ist. Außer du warst vielleicht zufällig aus erster Quelle oder erster Hand. Ja. Ich kann nur sagen, Recipes, Falke, und ich glaube, jeder Weimarer, der Star Wars Episode 7 gesehen hat, da gibt es den ikonischen Satz, wo die durch den Wald rennen und sagen, zum Falken geht's da lang, und in Weimar... Also die ganzen Leute, die immer da hingehen, die haben alle gefeiert, als der Versatz kam. Und, ja. Und Tatortabende waren da auch immer. Ja. Das war auch immer so ein Ding. War ich, glaube ich, auch nur einmal. Und genau wie du gesagt hast, war immer der Ort, wenn alles schon zu hat in Weimar, die ganzen Bars und Kneipen. Aber wo geht man jetzt noch hin? Nach Falkert noch offen. Da geht man da hin. Und die Kneipenkultur stirbt aus in Weimar. Also alle Kneipen, die jetzt, geil fand, haben zugemacht. Ich kriege ja eher so mit, dass die Leute vermehrt in die Reservebank gehen. Alles auch nicht so cool. Bin ich da kein Fan. Also ich will jetzt kein Fass öffnen, aber... Doch, ich kenne die. Da gibt's Fässer. Ja, ja, ich kenne die Storys. Da gibt's Fässer auch. Und explosive Fässer. Ja, uncoole Sachen passiert und so. Gab's für auch Konsequenzen, deswegen gehen einige auch wieder hin, aber für mich ist die Reba auf jeden Fall nicht mehr ein Ort, wo ich mich wohlfühlen möchte. Eieiei. Falken war halt immer so die Bastion, so. Das war echt das Ding. Also, es war so. Also, gerade dafür. Konntest halt auch Billard spielen, so. Konntest halt genau, irgendwie. Stimmt. Hast auch immer. Also, du bist in Falken gegangen, das ist halt echt das Ding gewesen in Weimar, und Weimar ist ja nicht so groß. Aber du gehst in Falken und du kennst da halt jemanden, der da drin ist. Ach, hier, halt. Safe, immer. So, und das ist halt so ein bisschen das Ding, ja. Ich war ja früher in der Stubenfliege sehr viel, da hat die zugemacht. Da war ich in der Teestube, da hat die zugemacht, Milchbar zugemacht, jetzt war es der Falken so und jetzt fällt mir nichts mehr ein, wo ich hingehen soll. Du musst dein eigenes aufmachen. Oder stimmt. Peter Kleine macht mal hier irgendwie. Ein Kleines. Shisha muss auf sein. Oh, Kleines wäre cool, ja. So. Kleines. Mhm. Teillos saufen. Ja. So. Oh, das ist gut. Ja. Schön. Ich habe noch ein paar Sachen, aber es ist nicht so wichtig. So, ich bin auch durch. Wir sind zeitlich auf jeden Fall durch, aber was geht man denn der Woche? Das ist schon. Also so, der Abschied von Unge, das ist auf jeden Fall ganz weit. Ich hab kurz gesagt, du sagst der Abschied vom Falken. Nee. Der Abschied von Falken, 20 von 10. Nee, aber viral gesprochen ist ja so, Unge ist ja so der YouTuber gewesen. Wiefels, Alter, was ist das für ein Scheiß? Simon Unge Wiefels, wusste ich auch nicht. Simon Wiefels. Ich dachte, er ist Unger oder so, wie Opa Unge. Ja, also ich finde schon, das ist eine Institution gewesen und so, einer der größten YouTuber in Deutschland und Twitcher. Ich würde schon da auf eine hohe Zahl gehen. Ja, aber also die Messerattacke ist ja egal. Ach so, ich geht der Unge, oder was? Hab ich ganz vergessen, der Stützenberger. Auch ein YouTuber, stimmt. Ja, stimmt, ja. Wenn Unge mit dem Messer angegriffen worden wäre, wäre natürlich krasser. Das wäre eine 11 gewesen. Weil der ja so eine Bastion ist. Ja, genau. Nee, da müssen wir schon mindestens auf eine 8. Ja, wenn nicht sogar noch mehr, ne? Das ist schon heftig. Das sind, gut, eigentlich, du hast recht, eigentlich müssen wir. Aber wir können nicht wieder den 9 auspacken. Was hatten wir? Die 9 hatten wir letzte Woche erst, oder? Den 8,5, oder? Aber es waren letzte Woche noch zusätzlich, da war doch irgendwas. Nicht nur Anni-Scheiß. China haben wir besprochen. Ja, das war gewesen. Ja, da hat auf jeden Fall das Internet gebrannt. Genau. Dann die Hündin Kabosu ist gestorben, die Meme-Hündin, genau. Dose. Ja, von mir aus können wir auch 9 sagen. Ich finde 9 ist rechtfertigt. Für den Falken. So Komma stellen, so. Das machen wir schon mal, aber ja, das passt schon. 8,5. Und wir haben auch eine Playlist, vielleicht weißt du das ja, bei Spotify, Brennholz unter Musik. Habt ihr Songs, die ihr einführen wollt? Stimmt. Immer am Zahn der Zeit. Eminem. KI generiert, witzig, jetzt auch bei Spotify. Ja, da wirst du in seinem Album. Ist noch gar nicht bei seinen Top-Songs drin. Wo ist er denn? So ein Opfer, das Alter. Was kann der denn? Wird noch wenig gehört. Explizit, oh. Ja. Playlisten zufügen. Brennholz unter Musik. Eminem mit Houdini. Hast du auch einen Song der Woche, den du in die Playlist packen möchtest? Bring Me The Horizon. Jetzt kommt ja. Endlich mal Franz Musik rein. Ja, die haben ein neues Album rausgebracht. Bring Me The Horizon mit Top 10 Statues That Cried Blood. Das ist so ein richtiger Edgelord-Titel auf jeden Fall. Hat zu Recht auch. Also ist auch so komisch geschrieben irgendwie. Ja, so irgendwie. Ist halt so ein... Top 10 Statues That Cried Blood. Ja, kleine und große Buchstaben. Ja. Next-Gen-Album. Das ist ja eigentlich dieses sarkastische Schreiben. Ja, ja, genau. So, und du hast jetzt so einen richtigen Knüppel, oder was? Ich habe noch einen Song, den ich schon vor Wochen reinpacken wollte, und zwar von Deine Cousine, Raus an dich.
ist einfach eine Message, so feministisch und wo es ein bisschen darum geht, irgendwie, ja, hört einfach mal rein. Da geht es irgendwie darum, dass man Angst hat, manchmal als Frau rauszugehen und so, aber sie ist optimistisch und sagt, ey, wir können auch den jungen Männern beibringen, wie man sich Frauen gegenüber verhält und so. Und dank euch kann ich mich wohlfühlen und so. Und deine Cousine raus an dich. Mhm. Houdini von Eminem. Und weißt du, wir hatten hier so zeitgenössische Musik, die gerade aktuell ist, und du kommst hier, musst es gleich wieder für so eine politische Sache. Ist auch nicht, auch nicht so alt, der Song, oder? Deine Cousine? Nö, ist auch erst vor kurzem erschienen. Na gut. Dieses Jahr. Alles neue Banger-Hits. Hast du recht. Gut. Kann man sagen. Und ich habe eine Quinder-Nachricht. Hätte auch ein Date nachher. Ja, dann wasch dich doch mal, Tino. Was sollte ich tun für das Date? Die Zuschauer, Zuhörer auch. Ich gehe jetzt pennen, Alter. Ich muss morgen wieder früh raus. Ich hasse mein Leben. Geil. Ich wünschte, ich wäre tot. Okay. Vielleicht solltest du dich in Michael... Egal. Umbenennen. Nein, der überlebt hoffentlich, denn Messerangriffe sind nicht nett. Der ist ja auch safe durch. Wir drücken auch die Daumen für den Polizisten. Der Kopf ist ja am Sterben, genau. Genau. Das war nicht was Leon Mascher meinte mit auf meinen Nacken. Nee, das nicht. Nee. Erwascht euch, viel Spaß, habt einen schönen Sonntag. Geht wählen. Nächste Woche ist Europawahl. Ja. Wer wieder hier sprechen, ist die Wahl gelaufen quasi. Für euch zumindest, für uns nicht. Das ist kompliziert. Gut. Ja. Wie hat Sonneborn gesagt, ihr seid ihr alle zu besoffen, um zur Wahl zu gehen am 9.6. Tja, durch die Briefwahl. Das war jetzt auch schon zu spät, oder? Macht ihr. Fast, ja. Tschüss, geht wählen, macht's.